Hallo Rappelkids, guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Eine Triola. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist ein richtig cooles und lustiges Instrument, was eigentlich echt super einfach zu spielen ist, weil man muss nur reinpusten und eine Taste drücken und es kommt auf jeden Fall ein richtiger Ton raus. Nicht wie jetzt zum Beispiel bei einer Trompete, wo ja doch auch ganz schiefe Töne bei rauskommen können. Oder bei einer Geige oder Gitarre habe ich versucht zu spielen. Wenn man da nicht die Hände richtig hält, dann kommen da ganz schön schiefe Töne bei raus. Aber das ist hier nicht. Ja, und dann dachte ich, lerne ich doch schnell Happy Birthday, denn ich bin gleich noch auf einen Geburtstag eingeladen und dann hätte ich so schön das Lied vorspielen können. Aber ich finde einfach den Anfang nicht. Ach, Moment, ich hab doch ein paar Notenblätter von meinen Liedern. Ich könnte ja erstmal versuchen, damit was nachzuspielen. Vielleicht verstehe ich ja dann auch, wie das mit den Noten da drauf geht und wo die eigentlich liegen. Wie wär's denn mit, ach, hier, lieber Himmel, das ist nicht so schwer. Ich probier's mal. Nee, wo ist denn das C? Nee. Ah, Moment. Ich könnte besser Noten lesen, dann wäre das jetzt nicht so schwierig. Es wäre eigentlich schön, wenn die bunten Tasten einfach auf dem Notenblatt drauf wären. Dann wüsste ich sofort, welche Taste ich drücken muss. Und dann wäre es wirklich einfach nachzuspielen. Rappelkiste, hast du nicht eine Idee? Du weißt doch immer so viel. Dir fällt doch bestimmt was ein, wie ich es schaffe, Happy Birthday auf der Triola zu spielen. Sollen wir mal reinschauen? Okay, kommt mit. Hier sind ja ganz viele Hefte drin von der Triola. 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal rein, oder? Ach, das gibt's doch nicht. Schaut mal! Hier sind ja wirklich bunte Noten drin. Und ich glaube, das sind genau die Farben, die auch auf der Triola drauf sind. Das heißt ja eigentlich, dass ich die Lieder damit total einfach nachspielen kann, oder? Soll ich das mal ausprobieren? Okay, ich suche mir mal ein Lied raus und dann probiere ich es aus. Achtung! Oh ja, wie wär's denn damit? Ihr seht also, die Noten sind schon richtig eingetragen hier wie richtige Noten, aber sie haben eben genau die gleichen Farben wie die Tasten auf der Triola, die ihr dann drücken müsst. Und der Text steht auch drunter, sodass man das Lied auch noch mitsingen kann, wenn man es gemeinsam mit jemandem macht. Wie cool, ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus, oder? So, rot. Ah, jetzt gibt es hier zwei rote Tasten. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, okay. Es gibt eine rote Taste, die tiefer unten ist. Das wird dann wohl diese sein. Und das ist dann die höhere Note. Ich probiere einfach mal mit der unteren anzufangen und gucke, ob es sich richtig anhört. Ja, oder? Alle Vögel. Ich probiere mal. Diese Note ist jetzt
nicht ausgemalt. Guck mal, seht ihr hier? Die hat so einen weißen Punkt in der Mitte. Das bedeutet, glaube ich, dass man den Ton länger halten soll, also etwas länger spielen soll. Also nochmal. Das hört sich ziemlich richtig an, oder? Boah, das macht voll Spaß. Ich will weiterprobieren. Richtig Spaß und es ist so einfach. Ich suche mir noch ein Lied raus. Vielleicht gibt es ja auch Happy Birthday. Dann kann ich das ja üben. Hier wären noch ganz viele. Vielleicht finde ich ja da noch was Passendes. Oh, der Band 2 scheinen alles Weihnachtslieder zu sein. Oh, da freue ich mich ja jetzt mitten im Sommer schon auf den Winter, denn dann kann ich zur Weihnachtszeit die ganzen schönen Weihnachtslieder nachspielen. Oh, Tannenbaum, alle Jahre wieder, ihr Kinderlein kommet. Ja, aber die brauche ich ja jetzt nicht. Ich wollte ja gucken, ob ich Happy Birthday finde. Ein grün Häschen in der Grube, das passt zu Ostern. Winter Ade, nee, das passt jetzt gerade auch nicht ganz. Oh, hier ist sogar eins mit englischen Übersetzungen drin. Ach, wie schön. The Incy Wincy Spider. ABC. Okay. Zum Geburtstag. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Da ist es ja! Und das scheint ehrlich gesagt gar nicht so schwer zu sein. Guck mal, das sind gar nicht so viele Noten. Das kriege ich doch wohl hin, oder? Also, es geht los bei Grün. Ah, da haben wir jetzt wieder. Es gibt zwei grüne Tasten. Aber es werden auch beide gebraucht und die hier ist weiter unten. Also muss es hier losgehen. Ich probiere es mal. Ich bin ein Naturtalent. Nein, eigentlich ist es wirklich einfach. Boah, das macht richtig Spaß. Jetzt kann ich ja einen Haufen Lieder üben, denn ich habe ja genügend Notenbücher dabei. Mensch, das ist ja wirklich super einfach so. Und wenn ich mir angucke, wie viele Liederbücher hier drin sind, dann kann ich jetzt wirklich einen Haufen Lieder üben und Leute damit überzeugen, wie cool Musik ich schon machen kann. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden. Hier ist eine komplette C-Dur-Tonleiter drauf. Und zwar geht die bei Rot los. Hört mal gerade. So, C, D, E, F, G, A, H, C. Und das heißt, hier ist noch ein D mehr und nochmal ein H, A und ein G. Das heißt, mit dieser Tonleiter kann ich eigentlich fast alle klassischen Kinderlieder nachspielen, denn die sind fast alle so geschrieben, dass sie auf einer C-Dur-Tonleiter nachspielbar sind. Dann ist auch klar, warum so viele Liederbücher dabei sind. Fällt. Niemand lernt aus. Das müsste ich ja dann auch nachspielen können. Wartet mal, eins meiner Lieder. Ja,
Niemand lernt aus. Und auch ich nicht. Ich habe heute auf jeden Fall ganz viel wieder dazugelernt. Boah, was für ein cooles Instrument. Danke, liebe Raffelkisse, dass du mir das gezeigt hast. Ich übe jetzt noch ein bisschen Happy Birthday und nehme das auf jeden Fall mit zum Geburtstag. Tja, und wenn ihr mehr über die Triola erfahren wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die Seite von Seidel, die diese Triola entwickelt und auch verkauft. Denn das Schöne an diesem Instrument ist, dass man halt wirklich super schnell Spielfreude entwickelt, weil die Töne einfach richtig rauskommen und man mit Hilfe der bunten Noten, die sich ja auch in unseren Kopf einprägen, einfach super schnell Erfolge hat. Cooles Instrument. Ich freue mich, dass die Raffelkiste uns das gezeigt hat. Ja, leider ist mir jetzt ein bisschen die Puste ausgegangen. Vom vielen Pusten. Raffelkiste, ich würde aber doch gerne noch ein bisschen weiter üben. Hast du nicht noch ein bisschen Luft für mich? Okay, sollen wir noch mal reinschauen? Kommt mit. Was soll das denn jetzt? Ein Ballon? Moment. Und jetzt? Ah, du meinst, jetzt habe ich Luft? Moment, ich probiere das mal aus. Okay, tolle Idee, Raffelkiste. Also ein bisschen Luft aus dem Ballon funktioniert auch. Oder ich gehe einfach ein bisschen nach draußen, schnapp mal ein bisschen frische Luft und übe dann ein bisschen weiter, bevor ich zum Geburtstag muss. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.